Am Montagmorgen hat die Superstar Libra die Hansestadt Wismar für immer verlassen. Mit Hilfe von 5 Schleppern wurde das Kreuzfahrtschiff aus der Wismarer Bucht gezogen. 3 Jahre lang lag das ehemalige Kreuzfahrtschiff Superstar Libra im Wismarer Westhafen. Dort sollte es den Werftmitarbeitern als Wohnschiff dienen. Ursprünglich war eine Verschrottung in der Türkei geplant. Für die Überfahrt hatte jedoch die Genehmigung vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie gefehlt. Dadurch verzögerte sich der Abtransport und die Pläne für das ehemalige Kreuzfahrtschiff änderten sich. Die Superstar Libra soll wieder als Wohnschiff genutzt werden, in Griechenland. Der Schlepper Pegasus soll das 200 Meter lange Schiff bis nach Griechenland, genauer gesagt Piräus, ziehen. Errechneter Ankunftstermin ist der 6. Mai.